die anderen müssen alle warten. Stimmt, das war, glaube ich, das batarianische Gefängnis, ne? Oder? So, kurzerhand hier mal aufgemacht, das ganze Ding. Kein Ding. Ja, ja, das sieht schon aus wie so ein batarianisches Gefängnis. Hier will doch keiner sein. Toll. Funktioniert alles super hier. Sie haben uns gesehen. Die Batarianer halten alles voll in Stand hier. Ja, danke schön, Shepard, dass du dann irgendwann dann doch mal deine Biotik eingesetzt hast. Die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben hier runter. Ich muss Dr. Kanson rasch finden. So, jetzt haben wir da endlich offen. Die Frage ist, kommen wir hier wieder hoch, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ich meine, ich könnte oben... Ich gehe erstmal oben kurz schauen, was da über die Brücke ist. So, das ist doch bestimmt bloß so eine kleine Sackgasse, oder? Gibt es ja jetzt zwei mögliche Wege, oder wie sieht das aus? Na gut, schauen wir uns hier mal um. Ganz schön runtergekommen. Wo geht denn der Warren hin? Ich weiß es nicht. Ach, hi! Kommst du doch noch vorbei? So. Hast du ein paar Gewehrkugeln zwischen den Augen? Hände weg! Okay. Schauen wir mal erst kurz hier. Da würde mich aber schon interessieren, wo es da unten hingeht, ehrlich gesagt. Oh, was ist das denn? Oh! 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 Gut. Warum nicht? Kann man machen. Okay, drehen wir mal hier hinten noch an dem Gasventil rum. Ab ins Feuer mit dir, kleiner Bastard. So, auch witzig. Ich glaube, ich habe gleich den richtigen Weg genommen. Gut, was soll's. Egal. Angeblich will man das im Asteroidengürtel von München. Wir sind jetzt hier. Ist man energisch sicher vor denen? Wir sollten sie alle loslassen. Wir sollten sie im Zweifel alle töten. Ach nee, das ist bloß so eine kleine Sackgasse hier, okay? Aber zumindest ein bisschen Technologie gefunden, ist doch auch ganz nett. Ansonsten scheint es hier gar nicht so viel zu geben, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, das kann sein. So, okay, hier kommen wir auch gar nicht durch gerade. Das heißt, wir müssen nach unten gehen. Wir haben jetzt also den ganzen Umweg nur für diese kleine Ecke da hinten gemacht, für diesen Aufenthaltsraum. Na gut, warum nicht? Von mir aus. Springen wir mal nach unten ins Loch rein und checken den anderen Weg aus. War aber wirklich ein übelster Umweg nur dafür. Naja, was soll's. Oder komme ich hier gar nicht runter? Wollt ihr mir das gerade sagen? Ich komme hier gar nicht runter. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Okay, dann müssen wir anscheinend doch irgendwo oben lang. Habe ich jetzt mal so ganz scharf kombiniert. Ist dann anzunehmen wahrscheinlich. Komm, Shepard. Leg mal einen Meter zu hier. Schauen wir mal kurz, was ist denn mit dem Loch hier? Können wir hier reinspringen? Nein. Muss ja nicht sein, dass wir uns hier die Beine brechen. Aber vielleicht können wir irgendwie... Keine Ahnung. Wie kommen wir denn hier durch? Gar nicht wahrscheinlich. Gab es da noch einen zweiten Weg, den ich einfach nicht gesehen habe, weil ich mal wieder blind war? Bestimmt, oder? Hier drüben? Klar, den bin ich noch nicht gegangen. Ich Idiot. Nehmen wir doch einfach mal den Weg. Den so schön offensichtlichen, den ich direkt mit dem Gasventil dann verschlossen habe. Da, wo der Warren halt herkam. Sie wollten mit einem Asteroiden das Massenportal rammen. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Ganz ehrlich. Okay, das sind radikale Methoden, das Massenportal aus dem Verkehr zu ziehen. Kann man probieren. So, habe ich nicht gerade Feinde gesehen? Sie ist immer noch unten im Gefängnis. Ich würde sie einfach umlegen. Einen Menschen zum Verhör der Zeitverschwendung. Finster? Wir wurden entdeckt. Nein, echt, wir wurden entdeckt, als wir sie mit Biotik durch die Gegend geworfen haben. Mensch, Shepard, das ist ja verrückt.
Wie konnte das passieren? Ich dachte, du kannst sie durch die Gegend werfen, ohne dass sie es bemerken. Gut, hier geht's rein. Schauen wir gleich. Ich schaue erstmal ganz kurz. Nein, noch nicht aufmachen. Ich will erstmal kurz hier drüben schauen. Und hier geht's auch rein. Oh, wie ich das hasse, wenn es mehrere Wege gibt, die man nehmen kann. Und man nicht weiß, welcher der richtige ist. Okay, schauen wir erstmal kurz hier. Hier ist nichts. Hier ist bloß ein Balkon. Ich weiß nicht, was wir jetzt aktiviert haben, aber es wird nicht schlecht sein, nehme ich an. Es kann uns nur helfen. Gut, dann nehmen wir den verbliebenen Weg. Der wird dann hoffentlich uns voranbringen. Her mit dem Iridium. Und weiter. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir im Kreis gehen. Ich kann mir nicht helfen. Gehen wir doch einfach mal hier hinten lang. Ich glaube, der Weg, ja, der sieht gut aus. Stimmt, da sind wir vorher nicht hingekommen. Da bin ich mal funktioniert. Portale kann man nicht beschädigen. Zerstören schon gar nicht. Diese Menschen werden alles tun, um uns zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen eine Kämpfe für alle anderen statuieren. Terroristen darf man nicht mit Nachsicht behandeln. Das stimmt allerdings. Wir haben uns gesehen. Und warum bei Terroristen meistens ein sehr fatalistisches Schwarz-Weiß-Denken haben und nur Schwächen sehen anstatt Güte. Was Schreckliches, grausam. Was aber meistens dazu führt, dass man eben nur noch entweder töten oder selbst getötet werden kann. Sollte man meinen, ja. Okay, was ist denn da gerade für ein Schiffchen gelandet? Sind da Leute rausgekommen? Nee. Aber interessantes Zeichen außen drauf. Ich glaube, das sind auch irgendwelche Piraten. Also das sieht aus, als ob es einfach übermalt wurde, überlackiert. Das werden sie wahrscheinlich irgendwo anders geklaut haben. Oh. Habe ich den da unten abgewürgt dadurch. Das tut mir leid. Warte mal, was muss ich hier? Doch, jetzt geht's. Was tue ich da gerade? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, was... Okay. Ja. Okay. Gut. Ist das richtig, was ich hier mache? Ich weiß es irgendwie nicht so wirklich. Was habe ich denn jetzt davon? Nee, das kann ich bloß wieder zurückschieben. Was tue ich da? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja sonst nicht so viele Alternativen. Warte mal, ich kann hier runtergehen. Warum sagt mir das denn keiner? Das muss mir doch irgendwie gesagt werden. Okay. Ach, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Gut, nochmal nach oben. Ich glaube, ich muss da jetzt einfach eins drauf platzieren, damit ich da eine Treppe habe, eine vernünftige. Komm, hoch. Gehst du bitte hoch? Danke, Shepard. So, nehmen wir das nochmal hoch. Dann muss ich wahrscheinlich wieder eins nach links, oder? Ich weiß es doch nicht. Nee, hier kann ich aber nicht nach unten. Achso, warte mal. Jetzt ist... Ah, nee, das ist ja der Fahrzeuglift. Ja. Okay. Warum nicht? Vielleicht muss ich auch gar nicht mit dem Kran weiter agieren. Ich weiß es gar nicht. Wir schauen mal, ob ich vielleicht auch so einfach mich ins Loch stürzen kann. Okay, das geht. Ach, da brauche ich ja doch nicht lange rumhantieren. Warum sagt mir das denn keiner? Ach, siehst du mal. Wie schön. Praktisch. Immer schön für Ordnung sorgen. Manchmal findet man dadurch auch Sachen.
So, das nehmen wir mit. Das Abhören der Kommwagen zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kensen Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kensens Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Frauen. Nein, Entschuldigung. Kleiner Scherz. Den muss man sich auch mal gönnen. Wenn sie nicht will, umlegen. Okay. Umlegen, habt ihr gesagt. Mach ich. So, den da drüben scheint es nicht zu stören. Sympathisch. Ich finde schön, dass er es überhaupt nicht merkt, dass wir hier sind, aber dann hören wir einfach mal mit rein. Ich frage Sie nochmal, wo ist Ihre Basis? Sie verschwenden Zeit. Die Reaper kommen. Die Reaper kommen hierher, zu diesem Portal. Mit jeder Sekunde, die Sie mich festhalten, kommen Sie näher. Soll ich Sie also einfach das Portal zerstören lassen? Und damit das System? Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Materiana, aber mich zu foltern rettet Sie nicht. Aha, dann wissen wir jetzt also, was der eigentliche Grund dafür ist, dass sie das Portal vernichten wollte. Sie hat irgendwelche Informationen erhalten, dass die Reaper über genau dieses Portal in das System eindringen wollen. Gut zu wissen. Das sollten wir verhindern. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Kansen, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt! Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Hackett hat nicht gelogen, als er alte Freundinnen gesagt hat, ne? Dann sollten wir eine suchen. Los! Bereit. Der musste noch sein. So, was hat denn unsere Kollegin hier so? Verbrennung und Überlastung. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Schön. Wo müssen wir lang? Gibst du mir Anweisungen? Ich weiß doch nicht, wo es hingeht. Das ist ein Zellenblock. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Aha. Schauen wir doch mal nach. Feuer eröffnet! Gut, den habe ich... Nein, habe ich doch nicht erwischt. Warum gehe ich eigentlich von sowas aus, dass ich den erwischt haben könnte? Gut. Die sind weg. Und weiter geht's. Oh ja. Es geht weiter mit den Kämpfen, genau. Das wollte ich damit sagen. Ach komm schon. Jetzt hätte ich ihn getroffen. Okay. Ich muss dazu sagen, die zwei Versuche davor, die habe ich mit dem Warp gemacht und dann habe ich es mit Werfen probiert und da habe ich ihn getroffen. Vorher mit den Warps nicht. Und das Werfen bringt ja im Prinzip nichts, wenn der noch Schilder aufrecht hat. Deswegen war das gerade das, was mich so genervt hat. So, hier haben wir doch eine Konsole. Das sieht doch gut aus. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Okay, geht klar. So, ich bleib dann mal hier. Und werde dann mal dafür sorgen, dass hier keiner zu nahe kommt. So, machen wir es doch erstmal auf die Art und Weise. Jetzt ist es ein bisschen problematisch, weil ich gerade nicht weiß,
wie ich mich am besten hinstellen soll. So, weg mit dir. Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Welche? Was? Die hier? Oh shit. Komm, einfach mal mit der Method drauf. Das funktioniert schon. Wir müssen so die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Ich bin schon dabei. So. Sie kommen von unten rauf. Aha, muss ich wieder irgendeine Tür schließen? Los. Ja, bin schon dabei. So, wen haben wir denn da? Da hinten. Okay. Gut. Schilde im Arsch, mein Freund. Regle alle Türen zum Hangar. Ich brauche noch mehr Zeit. Aha, kriegst du. Ist alles sicher. Schaffen wir schon. Ah, das war nix. So, scheiß auf die Blendgranate. Interessiert mich ein Scheiß. Ich habe Ihr Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. So. Achten Sie auf die andere Seite. Ah, schon wieder. Weitere Feinde in den Aufzügen. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Mist. So, für den war's das schon mal. Ich hole ihn zu uns runter. Ist gleich soweit. Jetzt. Okay. Die war irgendwie ein bisschen unpassend gerade. Naja, was soll's. So. Weiter geht's. Und den Rest machen wir mit der Mattock. Wunderbar. Hast du noch mehr Feinde für mich? Los geht's. Super. Ich gehe schon mal vor, ne? Ich hoffe, du bist dabei. Komm, beeil dich mal einen Meter. Oh, eins noch. Die Hangartüren sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Ich finde schon was, dass ich in die Luft jagen kann. Oh, komm schon. Die lag doch ein Stück weiter hinten eigentlich, oder? So, die Muni nehme ich mal an mich. Oh, Mist. So, diesmal so rum, okay. Geht auch. Okay. Solange es nur die Kleinen sind, kein Problem. Die schalte ich gerne aus. Schickt mir bloß nicht zu viele mit Schild vorbei, das wäre ärgerlich. Wo jetzt? Ach, ich sag's noch. Da haben wir auch schon einen mit Schild. Natürlich. Ich kann dich noch so sehr in deine Deckung verkriechen, ich treffe dich schon irgendwie. So, schieße ich dir mal eins deiner vier Augen aus dem Gesicht. Passiert. Alle tot? Wunderbar. So, Kransteuerung. Ach, muss ich jetzt irgendwie doch mit der Kransteuerung was machen? Oder wie sieht das aus? Auf jeden Fall nehme ich erstmal das Iridium an mich. Was das wohl ist? Oh, schön. Das freut mich aber. Die Medigel-Kapazität noch ein bisschen erhöhen. Wunderbar. Shepard, gehst du mal bitte? Shepard? Er will ja nicht mehr hochgehen. Okay, deshalb. Wir sollen da raus. Alles klar. Oh, was? Warte mal, hier steht so viel Kram im Weg. Können wir das irgendwie wegnehmen? Wir müssen die Schlösser der Docktüren aufbrechen. Ja, okay, da war noch ein zweites. So, jetzt können wir aber, oder? Wunderbar.
auf die ganz nette Art und Weise einfach mal verbrennen lassen. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus ihrer Reichweite sein, wenn ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Das ist verdammt radikal. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Alter, den ganzen Planeten gleich. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batarianer mich verhaftet haben. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batarianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Das sind schlechte Voraussetzungen. Schlechte Aussichten, würde ich sagen. Wie wurden Sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt. Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batarianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batarianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Row genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück.
Wir sind bald da. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie dieses Artefakt aussieht. Also, wenn die wirklich bereit sind, 300.000 Menschen zu töten, dann sollte es schon ein verdammt stichhaltiger Beweis sein, dass die Reaper wirklich von dort kommen. Ich meine, natürlich würde man damit vielleicht das Überleben der Galaxie sichern, wenn wirklich die Reaper darüber kommen sollten, aber... naja, 300.000 Menschen sind 300.000... Entschuldigung, Batarianer. 300.000 Leben sind 300.000 Leben, ne?